Hallöchen, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu meiner Werder Bremen-Karriere. Wir sind letztes Spiel auf dem 6. Platz gelandet, leider. Ich möchte mich unbedingt noch für die Champions League qualifizieren, wenigstens. Bayern 30 Punkte, 2. Platz, und Hamburg verliert kein Spiel mehr. Seit 3 Spielen habe ich jetzt geguckt, wo wir dagegen gespielt haben, hatten die gerade mal 9 Siege, als wir gegen die verloren haben. Und jetzt haben die schon den 11. Sieg. Den 11. Wir können jetzt theoretisch noch Vierter werden, wenn wir das Spiel gewinnen. Ich hoffe, dass wir das gewinnen. Ich werde es auch selber spielen, weil letztes Mal die Simulation war jetzt nicht so krass. Wellenreuther war im letzten Part, ich glaube, 45% ungefähre Wertsteigerung oder 65. Mittlerweile schon auf 106. Also der Typ, ich glaube, der Typ wird noch richtig viel Geld einbringen. Also da bin ich mir safe sicher. Ich bin halt immer noch nicht zu dem Schluss gekommen, ob ich jetzt wirklich den Newton alten Gruse verkaufen soll. Da bin ich nämlich noch ganz gar nicht ganz sicher. Ja, aber wollen wir erstmal schauen, was gegen Hertha so geht. Wir spielen in Grün-Weiß und Hertha in Blau-Weiß. 6 Minuten. Heimo, Wasserschneider. Ja, Wasserschneider, passt sogar. Ich werde aber diesmal mit einer anderen Ausstellung spielen. Ich werde, glaube ich, mal die hier wieder nehmen. Und ja, 6 Minuten Weltklasse, bis gleich. So, meine lieben Freunde, da sind wir in dem Spiel. Hertha Besse gegen Bremen, gegen SV Werder, der einzig und wahre. Weiser. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus, abgefangen. Das war hart. Das war hart. Aber es war gerecht. Mann, der dreht sich immer nur. Boah, das war stark. Das war stark, und der Ball, der war auch stark. Kopfball. Aber der geht nicht rein. Scheiße, stark von Fritz gemacht. Machen wir direkt nochmal dasselbe. Wieder zu Fritz, aber diesmal kommt er nicht dran. Grillisch mit dem Brett, aber Grillisch schießt einfach wieder 500 Meter vorbei. Und das ist mutig, was er da macht. Und schon wieder hält der Torwart. Das kann nicht sein. Mann. Das ist langsam, ist das nicht mehr normal. Also wirklich, ich renne alleine aus Tor zu, der Torhüter hält ihn halt immer. Ich bin auch, glaube ich, einfach selber zu dumm dafür, die Dinger reinzumachen. Gegen Hamburg dasselbe. Gegen Hamburg habe ich, müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, gegen Hamburg habe ich einfach so viele Torschüsse gehabt und habe alles verkackt, immer an Adler stecken geblieben. Stocker! Der Ball kommt echt noch aufs Tor, aber Wiedwald hatten dann doch bekommen. Jetzt wird's gefährlich. Von Valentin Stocker, ist auch ein geiler Mann. Also würde ich wohl, also ein cooler Spieler. Ja, oh, ganz geil. Ja, und Hacke, Spitze, 1, 2, 3. Da wird der Ball aber genau. Es wird halt nicht unterstützt, aber jetzt mal. Gnabry. Nein. Da kommt Pizarro nicht mehr dran, und der Ball wird auch noch abgefälscht von uns. Klasse Technik. Er hat er noch nicht so ganz gefunden. Ja, genau. Fritz rennt wieder rein hier. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Pizarro! Ja, da ist das Brett von Pizarro, und dann ist 1:0. Juhu! Endlich. Genau, Pizarro, renn einfach mal in die Fans hinein. Ah, lol, man kann sogar auf die Das ist fresh. Das ist geil. Das ist geil. Ja, cool. 1:0 für Werder Bremen. Und ich hoffe mal, das wird dann auch noch ausgebaut oder ausgebleiben. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da. Und jetzt die Chance. Der war perfekt gespielt, nur leider wieder mal geblockt. Und der Angriff wird einfach abgepfiffen. Es juckt den Schiri dann aber nicht mehr. Hat aber keinen Bock auf die Scheiße hier. Ja, und Fritz echt im Arsch. Fritz wird jetzt ehrlich mal auch hier mal ausgewechselt. Petzos kommt rein. Fritz war ein guter Spieler, der immer schön nach vorne arbeitet, aber bringt halt nichts, wenn er nicht mehr kann. Oh, und da tritt Bauer daneben. Stocker kommt einfach mal zum. Kommt er zur Flanke? Ich hoffe nicht. Der kommt wirklich noch zur Flanke. Oh, und Schieber kriegt den Ball aber nicht ins Tor. Serge Gnabry. Zusammen mit Kainz auf der Außen. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Kainz zieht in die Mitte. Immer noch in der Mitte. Kainz schießt und boah, was ein Hammer. Aber Torhüter wieder mal dabei.
Jetzt aber. Frei, da kann was draus werden. Gnabry. Oh, nee, Gnabry musste leider aus der Drehung schießen und der geht fort. Der geht ganz weit weg. Aber wir gewinnen das Spiel 1-0, ziehen damit wieder auf unseren vierten Platz zurück. Hertha geht damit runter auf den fünften, glaube ich, so glaube ich. 47% Ballbesitz werden wir auf jeden Fall, haben wir uns noch verbessert. Und ja, wir sind auf dem vierten Platz. Hamburg hat das Spiel, nee, doch nicht, ich dachte schon. Aber Bayer Leverkusen kann auf jeden Fall noch nach dem Spiel auf den zweiten Platz rutschen. Wir auf dem vierten, Champions League ist uns, haben wir sicher. Und Gnabry, wow, A. Das war ein A und Gnabry zieht damit auf 76 Punkte und boah, kriegt nochmal so ein Sechstel dazu. Gut, das nächste Spiel geht gegen Köln und ganz ehrlich, ich will es dann doch nochmal wagen. Ich möchte auf jeden Fall nochmal kurz simulieren. Also ich möchte es auf jeden Fall nochmal versuchen. Weil, ganz ehrlich, Köln ist, ich weiß gar nicht, was für ein Platz bei diesem Spiel. Ja, 17. Minus 22 Gegentore, die haben die meisten Gegentore. Und da möchte ich schon mal ganz gerne ausprobieren, ob wir das vielleicht hinbekommen, gegen die zu gewinnen. Im Simulatius. Mannschaft ist einigermaßen fit. Ich würde da mal gerne hier Johansson sehen. Pizarro kommt dann nur so rein. Und Gnabry kommt dann einmal raus. Einfach mal als Auswechselspieler gegen Kainz. Und dann wollen wir jetzt einfach mal hoffen. Einfach mal hoffen, dass wir wirklich dieses Spiel im Simulieren mal gewinnen. Und damit einfach mal so 3 Punkte bekommen. Das wäre Hammer. Das wäre super. Und dann geht's mal direkt wieder los. Linke Controller an der Seite. 25 Minuten, nichts passiert. Kruse mit dem Elfmeter-Tor, saugeil, 1-0. Garcia mit der gelben Karte, 50. Minute läuft. Gnabry kommt rein für Bartels und Selassie macht das 2-0. Und Gnabry macht das 3-0. Wow, das ist safe. Das ist safe. 3-0 gewonnen, geil, Tordifferenz erhöht sich damit auf 8. Und wir haben die 3 Punkte einfach so im Sack gegen Köln. 3-0 gewonnen und Köln hat weitere 3 Gegentore bekommen. Und Köln ist krank im Schrank. Köln ist einfach nur schlecht. Und weil, wie gesagt, das Spiel verloren. Und damit können wir jetzt noch auf den zweiten Platz rutschen. Gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim. Welcher Platz ist Hoffenheim? Da können wir vielleicht auch mal. 13. Platz könnte man auch simulieren. Könnte auch noch simulieren. Jetzt wäre ich ein bisschen wagemutiger. Achtung, sie könnten 3 Spieler verlieren. Ja, das ist mir relativ egal. Sternberg ist sowieso auf dem Transfermarkt. Ach ja, genau. Ich wollte ja sowieso für Gnabry noch ein Dingens machen. Ein Erweckt aufzuhören. Ja, was soll ich da machen? Kann ich halt nichts machen. Für Wiedwald wollte ich einen neuen... Ah nee, konnte ich ja nicht. Ich hatte ja keine Kohle. Ich hatte ja kein Money. Ich hatte kein Money. Okay, wollen wir mal schauen hier. Finanzen. Und dann mal ganz kurz gucken nach Budget. Dann gehen wir mal hier ein bisschen runter, so auf 60, weil ich muss da irgendwie, muss ich ja... Das ist immer das Schlimmste. Ich muss ja irgendwie, so was wollte ich noch sagen, ich muss ja irgendwie den Vertrag von Wiedwald ein bisschen aufpumpen, weil er ist ja jetzt kein Stammspieler mehr. Das hat der Wellenreuter jetzt einmal abgehakt. Und deswegen, also er wird eh aufzuhören, Lorenzen, Sternberg werden eh verkauft. Zander ist genauso wie Grilic. Grilic hat Vertrag abgelehnt, der möchte auch nicht weiter bei Bremen bleiben. Und ihm biete ich jetzt einfach mal 35.000. 2 Jahre und ja, Rotationsspieler. Mehr kann ich da leider nicht machen. Wenn er das nicht will, kommt er auch auf Transferliste, dann wird halt neuer geholt für 2 Mille. Das ist mir dann auch egal. Wir können nochmal ein Training machen und mal gucken, ob dann Wellenreuter wieder ein bisschen besser wird, weil Wellenreuter hat schon jetzt schon, jetzt schon verbessert wie Sau. Gnabry geht nochmal ein Stück nach oben, Wellenreuter genauso. Gnabry wird natürlich bei uns auch heftig gefördert, ne? So, und dann geht's gegen Hoffenheim. Wir haben noch eine Nationaltrainer-Offerte. Mehr seht ihr in diesem Part nicht gegen Hoffenheim. Das Spiel muss ich mir überlegen, ob ich überhaupt simuliere oder nicht. Wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall gönnt euch ein Auge, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.